Ja, ich muss sagen, ich finde, jeder freie Deutsche sollte auf jeden Fall eine Schusswaffe haben. Die sind so schön und mit denen kann man so gut kommunizieren und die sind Entschuldigen so. Sie! Ah! Oh, das war es jetzt sehr unangenehm. Ich mach das mal kurz sauber. Hallo, hey, ihr sexy Ladies and Gentle Nerds da draußen. Geil, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, die GRA, die German Rifle Association. Riva, riva, andele, andele! Kämpft für Zustände in Deutschland, wie man sie beispielsweise aus Texas kennt und bewirbt das mit coolen Sprüchen wie: Freie Menschen besitzen Waffen. Sklaven nicht. Da zeigt sich schon sehr schön, aus welcher Zeit solche Leute kommen. Zumindest so im Kopf, geistig. Wer redet denn heute noch in Ländern wie Deutschland beispielsweise von Sklaven? Was ist mit euch kaputt? Und außerdem, habt ihr euch in Deutschland mal umgeguckt? Umgeguckt? Scheiße. Okay, mal umgeguckt sollte das Wort sein. Ihr könnt nicht jeden Affen, der auf der Straße rumrennt, bewaffnen. Gerade jetzt, die Leute schmeißen schon auf Ausländer- und Asylbewerberheime, was ihnen gerade irgendwie vor die Füße fällt. Oder fordert ihr Waffen, weil ihr der Meinung seid, eine nette Gesellschaft ist nur eine Gesellschaft, in der es Waffen gibt? Denn nur mehr Waffen halten Waffen auf. Ja, genau. Und kleiner Tipp, nur mehr Hirn ist gut für mehr Intelligenz. Aber gut, ich stehe ja hier nicht alleine da. Ich rede ja mit euch. Das macht ja so großen Spaß. Also wie ist eure Meinung dazu? Waffengesetze wie in den Südstaaten der USA? Habt ihr Bock darauf, dass in eurer Stadt oder auf eurem Dorf jeder mit einer Knarre rumrennen kann? Ganz ehrlich, ich nicht. Bei den Videos, die ich mache, wäre ich wahrscheinlich auch schon lange tot. Wisst ihr was, Freunde? Genug aufgeregt jetzt erstmal. Frankreich, Mann, was los? Du hast ja ein paar richtig geile Ideen am Start. Erst dieses extreme Magermodel-Verbot wegen der Vorbildfunktion, der Gesundheit, den Essstörungen etc. Das habe ich schon gefeiert. Aber jetzt ist in Frankreich ein Gesetz durch, nachdem Supermärkte keine Lebensmittel mehr wegschmeißen dürfen. Per Gesetz! Danke, Dodo Jesus, dass das endlich mal einer durchzieht. Supermärkte wie hier in Deutschland schmeißen Tonnen Lebensmittel weg und das täglich. Es ist so krank, dass sie diese Lebensmittelabfälle sogar vergiften, mit Chlor überschütten, mit Pestiziden verseuchen, was auch immer, um eine Weiterverwertung zu verhindern oder zu verhindern, dass sich Leute an diesen Abfällen bedienen, die sie gerne noch hätten. In Frankreich sollen diese Lebensmittel bei Supermärkten ja weggeschmissen werden, nicht weil sie schlecht sind, sondern weil sie entweder A, nicht mehr so geil aussehen oder B, irgendwie einen Tag übers Mindesthaltbarkeitsdatum drüber sind. Und deshalb sollen diese Nahrungsmittel in Zukunft gespendet werden, wie beispielsweise an Tafeln und so weiter. Ich persönlich sage, Chapeau Frankreich, das finde ich toll, wirklich. Okay, pass auf, Freunde, jetzt kommt eine richtig geile Story. Wie sorgt man am besten dafür, dass eine ganze Religionsgemeinschaft inklusive deren Götter aggro auf einen sind? Hä? Oder ganz einfach, man verklagt einen ihrer Götter. Ja, so geschehen jetzt in Indien. Da hat ein Anwalt den Hindu-Gott Rama angeklagt und das zur Anzeige gebracht, weil nämlich der Rama Frauenrechte missachtet. What? Nach Aussage des Anwalts behandelt dieser Gott Frauen abschätzig und objektifiziert sie und spricht ihnen ihre Persönlichkeitsrechte ab. Warum tue ich das? Ich meine, Gott verklagen. Ich find's irgendwie geil und auch saulustig, aber warum? Ah, er will damit auf das uralte und seit jeher bestehende Problem von Frauen aufmerksam machen, die eben immer noch ungleich behandelt werden, zum Teil unter Kastensystemen leiden, in falsche Schubkasten gesteckt werden oder unter Kasten leiden. Ja, wenn sie für deutsche Unternehmen beispielsweise zu Hungerlöhnen schuften müssen. Puh. Carsten, war es der Gag wirklich wert? Ah. Jetzt noch eine Geschichte aus Greifswald und China. Da stehen Fusionsreaktoren. Ja. In Greifswald ist es Physikern mit Hilfe des Fusionsreaktors gelungen, ein stabiles Wasserstoffplasma für 0,25 Sekunden lang offen zu halten und zu erzeugen und stabil zu halten, das fucking 80 Millionen Grad heiß ist. What? In China wiederum ist man in Sachen Stabilität noch weiter. Dort hat man so ein 80 Millionen Grad heißes Wasserstoffplasma bereits 102 Sekunden aufrechterhalten können. Oder wie Rammstein sagen würde, hier kommt die Sonne. Ganz im Ehrlich, what the fuck, das ist eine kleine Sonne, das ist sau heiß und sau gefährlich und kann sau das sich selbst verdorbene System werden und wächst dann und bringt uns alle um. Mit einer fiesamtlichen Gesichtsschmelzung. Aber jetzt mal ganz im Ernst, warum tue ich das? Was machen die?
Und gleich noch eine Geschichte aus der Kategorie Net to Know hinterher, denn Biophysiker, ja, die Physiker, eine ganz große Woche jetzt, haben ein menschliches Gehirn aus einer Art Gel konstruiert und erschaffen. Dieses Gelgehirn simuliert exakt das Wachstumsverhalten und die Formbildung des menschlichen Gehirns und ist damit ein erster gigantischer Schritt in die Richtung Rekonstruktion oder Transplantation von rekonstruierter Hirnmasse. Das ist geil. Oder unheimlich. You decide. Alles klar. So, Freunde, willkommen auf der Endcard. Gebt mir doch kurz ein Däumchen nach Bäumchen oben. Klettert auf ein Bäumchen, holt eure Katze darunter, die sich darauf versteckt und hat mit ihrer Pfote auf die Maus, die dann den Daumen hoch drückt. Logisch. Genau das macht man so auf YouTube. Ha. Ja, das hilft mir auf jeden Fall wahnsinnig sehr. Ich freue mich tierisch darüber. Wenn ihr noch Bock habt, checkt unseren Gaming-Channel Dr. Freud aus. Den findet ihr da oben oder auch in der Info-Video-Beschreibung, falls ihr am Tablet oder am Handy sitzt. Beispielsweise sind da auch ganz viele tolle Links und ein paar Quellenverweise beispielsweise drin. Und wenn ihr da Bock habt, dann gebt euch unser neues Nerd-Ranking. Das kam heute raus zum Thema Star-Wars-Charaktere. Blablabla. Euch jetzt schon mal ein traumhaftes Wochenende. Den Freitag übersteht ihr auch noch. Haltet die Ohren steif, macht's nicht gut, macht's besser. Und jetzt Community High Five in 3, 2, 1. Bam!